Ja, herzlich willkommen hier bei Orcs Must Die. Wie ihr seht, habe ich hier schon 8 getötet, weil ich es eben kurz getestet habe. Ja, das ist erstmal nur der erste Teil. Vielleicht spiele ich auch den zweiten Teil noch mit dem Soxel. Mal schauen. Ich hoffe, Sound ist nicht zu laut. Ich werde das erstmal jedes Level einmal zocken, soweit ich es schaffe. Und um die 5 Schädel kümmere ich mich dann später. Ja, auf Kriegsmagier, ganz normal. Fangen wir mal an. Hundert Jahre lang kämpfte ich für den Orden. Ich habe tausende Orks getötet und Dutzende Spalte verteidigt. Und so endet es nun. Ich rutsche auf Koboldblut aus und schlage mir den Schädel an einer Stufe ein. Und die Aufgabe, diese Festung zu verteidigen, fällt an meinen... Lehrling. Dann war's das also. Die Welt wird untergehen. Nun hängt alles von mir ab. Ruhe in Frieden. Genau, wir hoffen natürlich, dass nicht die Welt untergeht. Das Wichtigste zuerst. Mal sehen, was sein Zauberbuch zu bieten hat. Was haben wir denn hier alles? Ja, Klingenstab. Stachelfalle, Teerfalle. Das ist erstmal der Standard. Genau, setzen wir hier mal was hin, direkt hier vorne. Mal eine ganze Kohle verballern, würde ich sagen. Das wird Spuren hinterlassen. So, und los geht's schon. Nehmen wir erstmal den Bogen. Also wer das Spiel nicht kennt, das ist natürlich ein Tower Defense Spiel, wie man schon so erkennt. Man darf diese Orks hier nicht durchlassen. So, jetzt können wir gleich schon ein bisschen was hier platzieren. Etwas Feines für dich. Was haben wir da denn? Trank? Ah, das Leben. Aber Leben ist ja voll. Brauchen wir erstmal nicht. Was soll das heißen? Hier mit Rechtsklick kann man sie auch betäuben. Ja, bis jetzt läuft es ja ganz gut hier. Keine Probleme bisher. Headshot. Aha. Oh, jetzt kommen sie schon näher. Wir haben ja auch noch Hilfe. Bogenschützen hier an der Seite. Die schießen auch auf die. So, ja, gleich wieder was hinsetzen hier. So. Weiter geht's. Welle 3 von 3. Noch keinen durchgelassen. Und armlos zog er von dannen. Let's go!
Aber ich glaube auch, umso schneller man ist, dann bekommt man noch einen extra Schädel, wenn man eine bestimmte Zeit unterbietet. Perfekt wären natürlich alle 5 Schädel. Aber mal schauen. Jawohl, erste Level geschafft. Mal gucken. Alle 5, siehst du. Sehr schön. Dann haben wir hier Statistiken. Ja, ist ja noch nicht so viel. Hier sieht man das auch, benötigte Zeit. Also wenn man unter 4 Minuten das schafft, bekommt man nochmal einen extra Schädel. Den haben wir geschafft. Genau. Dann haben wir alle 5. Sehr schön. Dann geht's weiter. Oh, Pfeilwand. Ja, ja. So, Pfeilwand. Ach, hier den Klingenstab brauchen wir einfach eigentlich erstmal nicht. Nehmen wir erstmal die Stachelfalle, Teerfalle, Pfeilwand. Ja, das reicht. Aha, jetzt da der alte Mann tot und meine Lehrzeit endlich vorüber ist, kann ich endlich die volle Macht der Spalte nutzen. Für jeden verteidigten Spalt erhalte ich ein neues Spielzeug. Die Macht der Spalte, ah ja. So, ja, mehr Kohle haben wir auch schon gar nicht mehr. Lassen wir mal die Horde los hier mit 2 Ausgängen auch noch. Beziehungsweise Eingängen. Jetzt schon 4 Wellen. Mal gucken. Oh, jetzt ist aber hier. Abartig. Ein bisschen ruckelig hier gerade alles. Ach du Scheiße, jetzt kommen sie aber richtig ran. Ein bisschen betäuben hier. Oh, schnell ihm was hinsetzen hier. So. Jetzt kommt er bestimmt von rechts, ha? Genau. Außerdem erstochen. So, setzen wir hier auch noch was hin. Alles hier hinklatschen. Irgendwie wahllos. Und Kohle schon wieder weg. Siehst du? Oh, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Ich glaube, jetzt hier ist heavy. Scheiße, jetzt wird's eng. Kampfmagier aller Zeiten.
So, setzen wir noch schnell unseren Rest hier hin. Hier noch was in der Wand. Das wird klasse. Zack. Hier von vorne auch noch so schön. Das letzte, was du je sehen wirst. Zack. Zack. Wir müssen uns natürlich jetzt auch beeilen, weil wir wollen ja unsere fünf Schädel haben. So, los geht's. Headshot. Guck mal, da kriegen sie die volle Breitseite von vorne. Jawoll. Yeah. Auch geschafft, wunderbar. Oh, da hatten wir ja noch massig Zeit. Sehr schön.